Moin meine Leute und herzlich willkommen hier zum Spieltag 12 der GPL. Und es geht ran gegen Downy Downster und den Kader die Scherzkekse. Und den schauen wir uns doch glatt mal ganz kurz an. Denn auch hier gab es natürlich zum Rückrundendraft einige Wechsel. Diese da wären Latios ist dazugekommen neu. Dazu noch Gramor, also sehr gefährliche Pokémon. Dann noch Riffex und Somnivora ist auch dazugekommen. Ja, Somnivora, weiß ich nicht, ob ich den fühle. Tsutomega ist dafür rausgegangen, also das war ja quasi so der Parallel-Switch oder wie auch immer man das nennen möchte. Und weiß ich nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Die anderen drei finde ich sehr, sehr crazy, also sehr, sehr starke Wechsel. Aber auch Somnivora muss man sagen, wenn der hier kommt, mit irgendeinem Cosmic-Kraft, hier, wie heißt es, Stored-Power-Gedöns, dann wird es aber ganz kritisch. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das wird ganz, ganz kritisch. Deswegen, die dürfen den nicht unterschätzen. Ansonsten sehen wir hier noch Demetoros, Libelo, Meistergriff, Milotic, Pipi, Piotragi und natürlich das gute alte Togedemaru. Ein paar gefährliche Pokémon sind hier dann noch. Ja, Demetoros zum Beispiel, Libelo, Meistergriff. Milotic immer ekelhaft, ist klar. Und auch Piotragi kann uns hier und da den Weg versauen so ein bisschen. Aber egal, wir schauen uns jetzt mal an, was ich heute mitbringe. Und da hätten wir auch eine Handvoll cooler Pokémon dabei. Nämlich zum Beispiel X-Bud kommt mal wieder mit. Seit langem mal wieder. Wir spielen das hier sehr speedy, aber auch bulky, also mit viel KP-Investment. Relativ viel Initiative-Investment, sodass wir alles outspeeden können. Und haben ein frohes Wesen dazu. Konzentrator als Fähigkeit und den Giftschleim als Item. Als Attacken haben wir Sturzflug, Ruhrort, Superzahn und Verhöhner. Mein Plan ist es eigentlich so ein bisschen mit X-Bud zu leaden. Das Ganze wird aber so ein bisschen davon abhängig sein, ob Riffex dabei ist, ob Togedemaru dabei ist. Alles ein bisschen blöd. Deswegen, da muss man dann situationsbedingt ein bisschen gucken. Ansonsten rechne ich hier sehr mit dem Demetoros-Lead. Darauf können wir Verhöhner drücken, dann können wir darauf Superzahn drücken, dann können wir darauf auf das einwechselnde Gramor sehr wahrscheinlich wieder Verhöhner drücken, damit er nicht Ruheorten kann und so weiter. Und dann können wir damit ein bisschen Progress machen, ein bisschen ekelhaft sein. Und ich denke, X-Bud kann hier ganz gute Arbeit verrichten. Ansonsten auch sehr gut geeignet als Late-Game-Cleaner. Pokémon Nummer 2 ist Raikou. Und auch Raikou spielen wir hier sehr offensiv. Ich denke, das ist irgendwie logisch. Der kann alles outspeeden, bis hin einschließlich Latios. Und ja, ich spiele das mit dem Scheunwesen als Zwinger, als Fähigkeit und den Überresten als Item. Hatte lange Zeit Metronom als Item drauf, weil Raikou es tatsächlich nicht schafft, der alte Lappen, ein speziell defensives Minutik zu two-shotten. Das ist ein bisschen traurig. Naja, kann man halt nichts machen. Als Attacken haben wir Donnerblitz, Siedewasser, Spuckball und Delegator dabei. Delegator eigentlich eine ganz nice Option auf das offensichtlich einwechselnde Demeteros. Schrägstrich vielleicht auch Riffex. Bei Riffex haben wir aber Probleme mit Soundattacken, die durch den Delegator durchgehen. Also ein bisschen schwierig. Ansonsten hitten wir den ganzen Kader eigentlich ziemlich solide. Der Damage-Output von Raikou ist natürlich ein bisschen traurig an manchen Stellen. Aber nichtsdestotrotz kann der hier und da ganz ordentlich reinknallen. Wer auch reinknallen kann, ist Pokémon Nummer 3. Das ist nämlich Keldeo. Das spielen wir hier mit einem Scheunwesen, Redlichkeit als Fähigkeit und dem Wahlglas als Item. Auch hier haben wir sehr viel Speed- und Spezialangriffsinvestment. Wir können alles outspeeden, ein bisschen zu Togedemaru. Wenn ich mich nicht irre, doch, müsste so sein. Ansonsten haben wir die Hydropumpe dabei und Mystoschwert. Das sind im Prinzip die zwei Attacken, die wir brauchen. Dann haben wir noch Siedewasser und die Rollwände dabei. Rollwände natürlich, um Momentum zu generieren, das ist klar. Ansonsten sollten wir eigentlich immer Hydropumpe drücken können. Und mit dem Wahlglas zusammen gegen alles sehr viel Schaden machen können. Das Ding ist, natürlich gibt es dann Latios zum Beispiel, was ganz gut reinkommen dürfte. Und auch Milotic, was ganz gut reinkommen dürfte. Mit Wahlglas treffen wir ein nicht bulkiges Latios und mit Mystoschwert so gut, dass wir an die 50% machen. Also ist eine Roll, ob wir über oder unter 50% machen. Sehr interessant, obwohl es resisted ist und alles. Aber das ist ganz ordentlicher Damage, den Keldeo hier machen kann. Aber da müssen wir halt immer ein bisschen abwägen, was setzen wir ein, wann setzen wir was ein. Und ich hoffe, dass Keldeo endlich mal wieder ein bisschen zeigen kann, was er kann. Pokémon Nummer 4 ist Grabbit. Das spielen wir auch mit einem frohen Wesen, Kraftkoloss als Fähigkeit und dem Expertengurt als Item. Mit dabei haben wir Erdbeben, Eishieb, Donnerschlag und Brotzer. Mit Erdbeben, Eishieb, Donnerschlag treffen wir eigentlich den ganzen Kader unendlich gut. Also, ich gucke euch allein Erdbeben an.
Das sieht ganz gut aus. Dazu Ice Heap. Das sieht ganz gut aus. Und für Kramer und Bibliothek haben wir dann halt noch den Donnerschlag dabei. Es sieht wirklich gut aus. Mit dem Brotzer kriegen wir eigentlich immer ganz gutes Setup gegen so manches Pokémon. Wir müssen natürlich sehr aufpassen, weil hier ein paar Pokémon sind, die so ein bisschen kritisch sind, möchte ich sagen. Kramer mit Body Press, schwierig. Meistergriff mit Tempo Heap, schwierig. Und auch natürlich Lieberlo, was immer schneller ist mit dem Turmkick oder hier Low-Kick, auch sehr gefährlich. Also das ist schon alles ein bisschen kritisch, aber insgesamt kriegt Kravitz sein Setup, wenn er das Setup kriegen möchte. Und dann kann er halt bös Schaden machen. Pokémon Nummer 5 ist Selfie mit einem kühnen Wesen, Schwebeitsfähigkeit und dem Schwächenschutz als Item. Ja, auch Selfie soll hier ein bisschen offensiven Druck machen mit Setup dies, das. Der Plan sieht folgendermaßen aus. Ich möchte ganz gern früher oder später in Meistergriff reinkommen, falls er da ist, aber es gibt auch noch andere Optionen und möchte dann den Abschlag fressen. Das klingt erstmal nach einer schwierigen Situation, aber der Abschlag triggert unseren Schwächenschutz, dann gehen wir auf plus 2 im Spezialangriff, wir drücken in der Zeit Ränkeschmied und sind dann auf plus 4 im Spezialangriff und können Meistergriff mit Diebeskuss sehr gut bearbeiten und können uns quasi auch sehr gut wieder hochheilen und dann auch gegenheilen tatsächlich gegen sowas wie einen erneuten Abschlag, der dann nicht mehr so viel Schaden macht oder auch die Fassade. Ansonsten haben wir noch die Psychokinese, Donnerblitz dabei. Das sind noch so Attacken, die wir brauchen. Donnerblitz halt eben wieder als Coverage gegen Milotic und Gramor. Gramor hätten wir sonst gar nicht gut hitten können. Psychokinese natürlich als starken Step. Wenn wir mal auf plus 2 oder plus 4 sind, können wir hier sehr, sehr gut Druck machen. Denn was hier die Psychokinese resistet, ist Latios. Es ist Togedemaru, es ist Gramor. Togedemaru könnte ein Problem werden, mit dem rechne ich hier aber nicht, ehrlich gesagt. Und was auch ein bisschen traurig ist, ist wieder mal der Schaden gegen ein speziell defensives Milotic. Donnerblitz brauchen wir da leider. Psychokinese und Diebeskuss bringen da nicht so super viel. Was uns auch noch im Weg stehen kann, tatsächlich, ist dieses Mushana. Somnivora. Denn ich habe ja vorhin schon irgendwann angesprochen, wenn das so ein Cosmic-Kraft-Set ist, wird es ganz, ganz schwierig. Da müssen wir sehr schnell reagieren. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie wir darauf reagieren, weil X-Bad ist schwierig. X-Bad könnte ein bisschen was machen mit Verhöhner, Superzahn. Aber im Psycho-Pokémon, es ist nicht ganz einfach tatsächlich. Also da müssen wir dann schon sehr gamblen. Ich meine, Keldeo kann dann wahrscheinlich doch ganz gut Schaden machen dank dem Wildglas. Aber auch nur, wenn er nur einmal Cosmic-Kraft rauskriegt oder so. Und selbst Keldeo will nicht unbedingt in Psycho-Pokémon rein. Also sehr, sehr schwierig. Müssen wir halt gucken, was wir dann machen. Aber ich denke mal, zusammen, also mit Heatwin können wir da ein bisschen was machen, noch mit Lavasturm und Toxin und dem ganzen Kram, denn dazu kommen wir jetzt auch noch. Oha, der Spoiler. Pokémon Nummer 6 ist Heatwin mit dem stillen Wesen. Flammkörper als Fähigkeit, Luftballon als Item. Wir haben dabei als Attacken Lavasturm, Toxin, Tarnsteine und Lichtkanone. Sind ziemlich speziell defensiv aufgestellt und es sind quasi der Ersatzlied, falls das mit X-Bud nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Heatwin im Lied sieht auch sehr lecker aus. Gerade auch wenn Demeteros im Lied ist, auch dann sieht es lecker aus. Wir können Lavasturm draufballern, wir können den Toxin abfeuern, wir können Tarnsteine legen, wir können alles Mögliche machen, denn dank dem Luftballon kann uns Demeteros eigentlich nicht wirklich viel. Der muss dann so Abschlag drücken oder Kehrtwende drücken und kriegt im besten Fall auch den Flammkörperburn, der sehr sexy wäre, um ehrlich zu sein. Ja, das Mid-Investment auf Heatwin ist dafür da, um ein nicht investiertes Milotic ausbilden zu können. Das war mir noch wichtig, einfach schneller zu sein als Milotic, um da vielleicht so Last Moment, so im letzten Atemzug von Heatwin nochmal Toxin draufzukriegen oder ähnliches. Und daher war mir das doch ganz wichtig. Ich hätte auch gerne auf den defensives Demeteros noch gespeedcreep, war mir aber nicht sicher, ob es das wert ist letztlich. Da war mir der Bulk dann doch ein bisschen wichtiger, denn so kann Latios uns auch nur two-shotten mit Surfer, wenn der Damage boosted ist, glaube ich. Ich habe den genauen Kalk jetzt nicht mehr im Kopf, aber der Heatwin nimmt Surfer schon ganz gut von dem Latios. Ja, das ist unser Team für den heutigen Spieltag. Es geht ran gegen Downy Downstar. Das wird kein einfacher Kampf. Wir stecken in dem Tief. Das haben wir die Rückrunde über schon hart merken müssen. Jetzt muss man wieder einen Sieg ran. Wir haben in der Hinrunde gegen Downy verloren. Also die Zeichen stehen eher gegen uns. Naja. Ich schicke euch in den Kampf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Let's go!
herzlich willkommen hier im Kampf gegen Downstar. Wir sehen Libelo, Latias, Demeteros, Reflex, Milotic und Cramor. Insgesamt solide, würde ich sagen. Insgesamt solide. Ich hatte eigentlich vor, mit X-Bar zu leaden. Jetzt aktuell habe ich ein bisschen Angst davor, dass hier einfach der Reflex-Lead kommt. Ich weiß es halt nicht, Leute. Wir wissen es alle nicht. Auch du da draußen weißt es nicht. Ich nehme an, dass... Ist dir bewusst. Okay, ja. Es ist jetzt ein bisschen schwierig tatsächlich. Landorus haben wir noch. Wir haben noch Toxtricity, heißt der gute Junge. Machen wir mal offensiv. Was haben wir denn noch? Wir haben Milotic. Und wir haben zuletzt noch Core wie Knight. Mhm. Okay, ja, ich denke mal, dann wird es halt Heathrun werden. Vermutlich. Das war so meine zweite Option, mit der ich reingehen möchte. Ich sag ganz ehrlich, X-Part wäre nice, weil wenn Demeteros kommt, First Turn, hätte ich gern Verhöhner gedrückt. So ist jetzt alles ein bisschen Schmutz. Aber falls Reflex kommt, ist mir das alles ein bisschen zu gefährlich. Ich glaube, Reflex kann auch irgendeinen Boden-Move, kann das sein? Ich glaube, mir ist so, dass der irgendeinen Boden-Move kann. Und zwar ist das Toxtricity. Oder fällt er selbst um, wenn er einen Boden-Move einsetzt? Kann natürlich auch sein. Ground. Es ist aber Demeteros tatsächlich, das ist blöd. Er kann keinen Ground-Move erkennen. Das ist blöd, dass jetzt hier direkt Landorus kommt. Da können wir aber ein bisschen was rausfinden potenziell. Wir können Tarnsteine traden potenziell. Denn die Tarnsteine werden wir halt auch nicht mehr los. Ich denke mal, Lavasturm ist an der Stelle. Wir können natürlich traden. Die Rocks. Hat er Defog dabei? Potenziell, ja, Cramor halt, ja. Aber da muss er halt auch defoggen. Ich denke mal, es ist durchaus ein Play, einfach mal Lavasturm zu drücken. Das mache ich jetzt auch. Danach können wir die Rocks immer noch legen. Er ist auf jeden Fall schneller. Interessanterweise. Ist nice. Flammkörper, maybe. Warum nicht Flammkörper? Warum nicht Flammkörper? Okay, Heatran, du bist der einzige Enttäuschung. As every time. wo haben wir denn den Meteor? Wir haben die Kehrtwende gesehen. Kehrtwende. Wenn jetzt Milotic kommt, dann der Luftballon ist eh weg, könnte man theoretisch überlegen, einfach mal Bumsdings zu drücken. Bumsdings ist natürlich Toxin. Schneller als Milotic sollten wir normalerweise sein. Wir sehen die Überreste auf dem Ogü. Das ist interessant. Und denke mal, Heatran kann natürlich noch sehr, sehr interessant werden für Cramor. Ist ja noch ganz nice. Aber ansonsten ist der eh nicht mehr so super wichtig. Ich denke, ich werde jetzt Toxin drücken, dann Tarnsteine, dann ist Heatran weg. Wir haben die Überreste gesehen auf Milotic. Überreste. Wir sollten alles von dem leben können. Wir sind speziell defensiv unterwegs. Der kriegt dann noch ein bisschen Chip-Chap. Vielleicht drückt er auch Genesung oder so. But I don't know. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ehrlich gesagt. Falls er hier Rollwände drückt und rausgehen möchte, ist das auch okay, I guess. Wenn wir das Toxin vorher rauskriegen, dann triggert Flammkörper ja sehr wahrscheinlich nicht. Also Toxin muss natürlich auch hitten, das wäre ganz wild. Dann sehen wir mal weiter. So, okay, was kommt von dem jetzt? Erstmal kriegt er ein Toxin. Das nehme ich sehr gern mit, weil Toxin ist sehr geil auf dem, to be honest. Und wir sehen jetzt einfach Scaldi-Scald. Okay, Siedewasser. Ja, ist okay. Siedewasser sehen wir. Überreste sind damit weg. Das ist sehr nice. Jetzt könnten wir rausgehen. Jetzt könnten wir aber auch Rocks legen, aber zum Preis von Heatran. Und ich weiß nicht, ob ich das will, ehrlich gesagt. Auf was würden wir denn gehen auf den Scald? Maybe ist es Krummbein, aber den Burn möchte ich nicht riskieren. Errol ist eine Option, obviously. Trelawney ist eine Option. Okay, ja, Errol, Krummbein, Percy. Percy, Rollwände. Maybe ist es das. Was spricht dagegen, Dings zu drücken? Demeteros spricht so ein bisschen dagegen, einfach auf Mystoschwert zu drücken, ne? Secret Sword, ja. Mein Scald ist ganz nett, aber der kommt ja nicht rein in den, I guess. Maybe gehe ich Keldeo auf den Scald. Ja, ich glaube, ich gehe Keldeo. Da legen wir die Tarnsteine jetzt erstmal noch nicht. Ah, wobei, sind die Tarnsteine, wären es die vielleicht gewesen? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht wären es die gewesen. Mal gucken. So, okay. Erst kommt Keldeo. Er geht mit der Rollwende jetzt direkt raus. Okay. Dann muss ja fast schon Libelo kommen, weil der schneller ist. Aber er weiß nicht, ob wir nicht vielleicht Scarf sind.
Vielleicht sind wir Scarf, vielleicht sind wir nicht Scarf. Er weiß es nicht. Es muss eigentlich... Latios müsste theoretisch kommen. Weil der könnte Scarf sein und der... Da müssen wir sehr aufpassen mit dem. Tatsächlich. Da müssen wir sehr, sehr aufpassen mit dem. Spezialität kommt. Da ist es Latios. Okay, ja, da muss ich raus, weil ich nicht weiß... Wegen Scarf dies das. Trelawney ist ja natürlich eine Option. Ich denke mal, es ist... Ist es Trelawney? Guess not. Ja, die Rollwende war stark jetzt an der Stelle. Ist es Errol? Wobei Psychokinese natürlich schon unschöne Sache ist, sage ich mal. Ich denke, wir gehen einfach auf Aragorn und schauen mal weiter. So ein Ding ist das nämlich. Ich hätte sehr gern Kurelei dabei gehabt, aber Kurelei war so ein bisschen in dem Matchup aufgeschmissen. Ich hätte es sehr, sehr gern dabei gehabt. Ich muss ehrlich sein. Es kommt einfach ein Draco, ein eiskalter Draco, schreibe ich mir auf. Und bei Milotic haben wir noch Rollwände gesehen. Das ist guter Schaden, also ist in Ordnung. Rollwände haben wir hier gesehen. Das ist okay, glaube ich. Ich werde jetzt die Tarnsteine legen. Und dann sehen wir mal weiter. So, Spezialität geht natürlich zurück. Ich kann mir vorstellen, dass der Scarf ist. Ich habe mir bei Libalo Draco aufgeschrieben. Ich glaube, das stimmt nicht. Milotic kommt hier wieder rein. Das ist okay. Tarnsteine liegen jetzt. Das finde ich sehr, sehr sexy. Keldeo holt also einfach mal ein wildes Latios auf den Schirm. Okay. Wie gesagt, auf den Scald. Ich möchte den Burn nicht riskieren. Auf Crumbine. Das wäre echt nicht geil. Wir könnten auf Trelawney gehen. Da den Burn zu riskieren, aber auch ungeil, to be honest. Ja, pff. Es ist schwierig tatsächlich. Ränkeschmied ist halt geil, ne? Ich glaube, ich gehe jetzt auf Trelawney, weil ich nicht weiß, was da reinkommen soll, um den... Um den... Ja, also, es macht alles so ein bisschen Druck, aber nicht so richtig. Es kommt einfach Scald, ist okay. Kein Burn an der Stelle, das ist auch okay. Wir drücken jetzt einmal Ränkeschmied, denke ich. Wir drücken jetzt einmal den Ränkeschmied und hoffen. Und hoffen einfach. So, er kann natürlich auch Toxin drücken, falls er sowas hat. Muss aber vor Delegator aufpassen. Welches erste Mal, dass ich den auf dem spiele. Ja, Siede, was der Rollwände haben wir hier gesehen. Genau, Kramor kann den natürlich ganz gut handeln erstmal. Wobei der vor dem Donnerblitz aufpassen muss. Das ist, denke ich, auch klar. Ränkeschmied. Wo haben wir denn Milotic hier? Gegen Yuxi. Gucken, was jetzt kommt von dem. Es kommt einfach eine Rollwende, okay. Auf was? Auf was? So, wo haben wir denn Kramor? Hier ist Kramor Yuxi. Wir sind auf plus 2 Special Attack. Wenn der nicht speziell defensiv ist oder nur ein bisschen speziell defensiv ist, dann können wir Donnerblitz drücken eigentlich immer. Gegen den Meteoros müssten wir nochmal... Ja, gegen den Meteoros müssten wir theoretisch nochmal Dings drücken. Nochmal Ränkeschmied drücken, I guess. Weil auf plus 2 Psychokinesen macht zwar guten Schaden, Training Kiss, recovered aber nicht genug gegen einen Knockoff oder ähnliches. Nee, recovered nicht genug, aber dann gehen wir auf plus 4. Dann müssen wir nicht nochmal Ränkeschmied drücken, I guess. Der ist offensiv hier, ja. Und er muss jetzt halt überlegen, was er macht. Ja. Okay. Schauen wir mal weiter. Wir haben jetzt nichts Neues gesehen, glaube ich, vom Milotic. Ich weiß nicht, was das Milotic sonst noch im Set hat. Was es braucht. Wahrscheinlich vielleicht noch so ein... Nee, das braucht er eigentlich nicht. So, der kommt jetzt. Und jetzt finden wir halt auch raus, ob wir schneller sind oder nicht. Oder ja oder nein. Ich würde jetzt einfach mal, weil wir dann plus 4 gehen, maybe auf Training Kiss drücken. Wir recovern uns ganz gut. Ich glaube, Diebeskuss. Wir drücken es einfach mal. Wir sind jetzt plus 2. Falls der Knockoff geht oder Kehrtwende, gehen wir halt auf plus 4. Yes, wir gehen plus 4. Das gefällt mir grundsätzlich gut. Und jetzt... Also er war schneller, by the way. Das heißt, er wird relativ viel Speed spielen. Ja, was heißt viel? Er kann auf den gespeedcreept sein. Weiß ich nicht.
Könnte noch ein bisschen früh sein für den Kippfall kommt. Ich glaube, das ist in Ordnung. Wenn er den hier abwerfen will, bin ich damit sehr, sehr fein. Wie Schaden machen wir gegen den mit Diebeskuss? Nothing. Nice. Aber wir recovern ein bisschen hoch. Der könnte unendlich speziell defensiv sein. Und wenn der unendlich speziell defensiv ist, ich meine, wir sind jetzt plus 4, ne? Das ist ganz nice. Plus 4, das heißt, wir können Nidotic theoretisch mit Thunderbolt immer killen. Sollten wir theoretisch immer killen können. Ich denke mal, wir gehen auch einfach auf Thunderbolt, weil ich nicht noch mehr Chip haben will. Machen wir das einfach mal. Er könnte jetzt rausgehen. Aber das will er eigentlich nicht riskieren, glaube ich. Damit ist Nidotic raus. Sehr nice. Und jetzt kommt was in den Kampf. Lieberlo ist eine Option. Durchaus. Juxi. Auf plus 4 machen wir dem aber auch sehr, sehr guten Schaden mit der Psychokinese. Spezialität kommt. Latios. Plus 4. Wir wissen noch nichts über den. Das heißt, wir wissen nicht, ob er Damage boosted ist oder so. Draco wird sehr viel, sehr guten Schaden machen. Aber Drainikiss auf plus 4 halt auch. Ich riskier's. Er muss den Draco droppen oder Spukball oder so. Er droppt den Draco. Killt der oder killt er nicht, ist jetzt die Frage. Boah, gut, der killt. Safe ist damit raus. Also der muss ja nicht Scarf sein. Ne? Ich habe jetzt nur mit Scarf gekalkt, deswegen I don't know. Und wir könnten jetzt einen Sub aufsetzen. Dings ist raus, Nidotic. Ja, wir könnten einen Sub aufsetzen. Wir könnten in Krätze gehen und Protzer drücken, was nice wäre, aber ich glaube, Sub ist fast noch geiler. Ich glaube, ich gehe in Crumbine. Hätte ich vielleicht vorher mal gucken sollen, aber ich denke mal, wenn der jetzt hier minus 2 ist, so. Schade, dass der nicht das gemacht hat, was ich gerne gesehen hätte. Noch ein Draco kann unseren Sub droppen. Ist aber nicht so schlimm, wir drücken Sub. Falls Demetoros reinkommt, kriegt er nochmal Talensteine und so ein Shit. Kramor kann hier eigentlich, will hier eigentlich nicht reinkommen, I guess. Spezialität geht raus, das gefällt mir grundsätzlich eine gute Sache. Wutkeks kommt rein. Okay, das ist der Junge. Gegen den haben wir so ein bisschen Probleme tatsächlich. Ich denke mal, der wird auch für den hier da sein. Maybe. Und der geht ja durch den Sub durch, ne? Mit seinem Überschallknall. Raikou. Der macht auf jeden Fall guten Schaden, das ist keine Frage. Wir machen jetzt nicht so viel Schaden. Und der geht halt mit dem Dings... der geht auf den Sub durch, das ist nicht so schön. Wir könnten daher einfach auf Aragog gehen, maybe. Wobei, den nochmal safe reinzukriegen auch wild wäre. Überschallknall. Der wird kommen und der wird donnern. Und ich kann nur... Ja, das Ding ist, was ist, wenn der Spex ist oder was ist, wenn der AV ist? Dann mache ich dagegen nichts. Spex killt uns einfach fast. Aber Spex wird alles fast killen. Was ist mit Heatran? Heatran kriegt nicht so krass wie vom Boomburst und wir müssten schneller sein im Anschluss. Wir probieren es mal. Ja, was heißt, wir müssten schneller sein? Wenn der Fullspeed ist, sind wir natürlich nicht schneller. Okay. Sub ist damit erstmal weg wieder. Das ist ein bisschen ärgerlich. Beim nächsten Mal drücken wir einfach direkt Scald oder so. Hätten wir jetzt gleich machen sollen, Spukball oder so. Überschallknall kommt, ja. War, glaube ich, nicht der Play. Jetzt könnte ein Voltwechsel kommen. Könnten wir auf Krätze gehen. Mache ich, glaube ich, auch. Kommt jetzt ein Voltwechsel? Overdrive? Irgend so ein Scheiß muss der kommen, oder? Ich glaube, ich gehe auf Krätze raus. Ich hau die Eier auf den Tisch. Wir gehen auf Krätze raus. Ich glaube, er bleibt drin tatsächlich. Tut er nochmal überschalten halt einfach. Ah, das kann natürlich sein, weil der auch gekillt hätte, glaube ich. Spezialität kommt. Okay. Ja. Das ist schwierig. Das ist ziemlich schwierig. Boah, der wird ein Problem, ne? Latios. Gegen Legaspi. Wenn der nicht auf minus 2 ist, dann kann Draco killen. Wir können den killen potenziell. Aber was ist, wenn der Damage boosted ist? Dann sterben wir jetzt einfach.
Was ist, wenn der nicht Damage boosted ist? Wir können Heatun abschmeißen, potenziell. Wollen wir Heatun abschmeißen? Maybe ja. Maybe ja. Ich weiß es nicht. Oder es ist einfach Eis-Dings drücken. Eisheap. Weil wenn er uns nicht killt, können wir Latias loswerden, so. Ich glaube, ich gehe auf Aragog raus und schmeiß den weg. Latios geht auch raus, okay. Hat er vielleicht mit Dings gerechnet? Hat er vielleicht mit einem Scarf gerechnet oder so? Dann ist er wahrscheinlich selbst nicht Scarf. Ja, wir könnten Toxin drücken auf den. Falls wieder Latias reinkommt, sollte das okay sein, I guess. Dann hätten wir da ein Toxin drauf. Toxin drauf, Toxin drauf, Toxin drauf. Eigentlich nicht schlecht. Lavasturm auch eine Option. Was ist, wenn er jetzt drin bleibt einfach? Unpredicted. Oder die Talsteine loswerden will oder so. Lavasturm. Lichtkanone vielleicht drücken. Lichtkanone drücken ist es vielleicht einfach, um Latios Schaden zu machen. Ja. Drücken wir hier meine Flash Cannon ins Gesicht. Gegen Latios. Das sind nochmal Tarnsteine. Das ist eine Flash Cannon. Und das ist Chip Chap. Okay. So, jetzt ist natürlich das Problem Dr. Draco. Dr. Draco macht keinen Spaß. Bin ich ehrlich mit dir. Heatun jetzt hier abzuschmeißen ist eine Option. Wenn ich dann in Krummbein gehe, kommt wieder der rein wahrscheinlich. Wir könnten dann Spukball drücken einmal. Percy. Oder wir Double Switchen einfach. Jetzt Aragog sterben lassen ist eine Option. Wir sind mit X-Bud noch sehr schnell unterwegs und können noch ein bisschen was machen, nur nicht gegen Kramor. Wobei, gegen Kramor geht das sogar, glaube ich. Könnten dann gegen den hier, falls der nicht... Ich schmeiß jetzt Heatun ab. Und er geht für Psychoschock. Ah, das ist aber unschön. Aber Psychoschock killt halt Crabbert nicht. Ja, das ist nicht so schön. Und Kramor könnte halt Body Press haben. Also selbst wenn der Choice Bax ist, weiß ich nicht, ob er das sein wird. Aber Scarf wird der doch nicht sein, oder? Oder ist er doch Scarf? Wollen wir es rausfinden mit Errol? Bei Psyshock wird Crabbert wahrscheinlich, selbst wenn das Bax ist, nicht killen. Deswegen gehe ich, denke ich, für Crabbert einfach. Drücke Ice Punch. Crabbert. Oder soll ich Protzer drücken einmal? Aber wenn er jetzt einfach drin bleibt und Psyshock drückt, ist schwierig. Habe ich dann ein Problem, wenn er einfach drin bleibt? Ja, schon. Weil meine Psycho-Switch-Ins sehr bedingt sind. Ich gehe mal für Ice Heap einfach, okay? Ich gehe mal für Ice Heap. Wir haben den Psycho-Shock gesehen. Psycho-Shock. Psycho-Shock haben wir gesehen, ja. Der wird uns nicht killen. Es ist aber immer noch die Frage, ob er hier... Okay, er geht raus. Geht einfach in Kramor. Leibniz, das ist Kramor, oder? Ja. Okay. Dann würde ich fast sagen, ist es einmal Protzer drücken, maybe? Ich meine, wenn der Body Press hat. Und wir auf plus 1. Der Freeze! Der Freeze! Der Freeze, Freunde! Das ist aber sowas von Protzer. Das ist aber sowas von Protzer. Holy shit. Holy shit. Das Problem ist, wir haben halt so viel Chip, dass Latios uns wahrscheinlich killen kann dann. Latios. Latios. Es ist Latios. Sorry.
Der ist auf jeden Fall Beulenhelm. Beulenhelm. Protzer. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Sehr nice. Jetzt ist die Frage, wird er rausgehen? Direkt, um mehrere Protzer zu verhindern? Dann ist es natürlich hier Donnerschlag drücken. Ist es nicht eh immer Donnerschlag drücken? Weil, na, wobei, dann muss Latios auf Draco gehen und Draco... Draco ist halt shit. Draco ist shit. Wir machen jetzt auf plus 1 relativ soliden Schaden. Wir könnten den... Wir werden den wahrscheinlich noch nicht ganz killen. Ich glaube, ich drücke nochmal Protzer. Ich glaube, ich muss nochmal Protzer drücken. So, wir sind dann jetzt plus 2, plus 2. Okay, nice. Drück mal Donnerschlag einfach. Ist nochmal Beulenhelm-Schaden, was super kacke ist. Wir könnten auch auf plus 3, plus 3 gehen. Warte mal, was ist denn jetzt lieber Lo? Mit Diggersby. Plus 2, plus 2, wenn er Low-Kick hat. Low-Kick macht das jetzt gar nicht mehr so viel. Wenn er High-Jump-Kick hat, wahrscheinlich schon noch einiges. High-Jump-Kick macht noch richtig guten Schaden. Aber ich will jetzt auch nicht zu greedy werden. Ich glaube, ich drücke jetzt einfach Donnerschlag. Dann kommt eh Latios rein. Ja. Und der wird relativ sicher killen jetzt immer. Also der muss halt Draco drücken, ne? Ich sag mal, wenn er nicht Specs ist, nicht Damage boostet, macht Draco mindestens 83%. Mindestens 83%. Das heißt, vielleicht ist es eine Option eher, na, hier rein. Da könnten wir rausfinden, ob das Scarf ist oder nicht, aber X-Bite ist fast zu wichtig. Draco. Wir könnten Keldeo reinjagen. Der sollte zwei Dracos leben können. Nee, kann er nicht. Raikou nicht. Demeteros kommt aber. Will mir ein Vetroa geben. Sehe ich den Punkt? Vetroa. Diggersby. Plus 1. Plus 2. Ice Punch killt aber eigentlich immer. Seine Attacken sollten nicht so krass viel machen, wenn er jetzt für Kehrtwende geht. In Tuvas könnte er gehen. Ist eigentlich egal, oder Ice Heap ist mein Play. Wir könnten ja schneller sein. Er geht für Erdkräfte, okay, das ist speziell, sollte aber nicht killen. Ja, okay. Und damit ist Lando weg auch. Sehr nice. War ein Crit, ich glaube, der hat nicht gemattert. Also würde ich jetzt mal behaupten. Jetzt kann Latias wieder auf Psychoshock gehen und ich glaube, das könnte das Game besiegeln. Tatsächlich. Es kommt aber tatsächlich Lieberlo rein. Okay. Der hat Plateauschuhe. Okay. Jetzt hätte ich gern Quick Attack drauf. Will ehrlich sein. Also, das Problem ist, dass da einfach noch Latios ist, der hier durchgehen wird auf ganz gechillte Basis. Ich drücke natürlich immer Erdbeben, falls er irgendeinen Stuff macht. Ja, der killt natürlich. Fußkick. Fußkick. So, jetzt ist es doch eigentlich immer Errol. Oder ist der's? Was macht Zen Headbutt von dem gegen Keldeo? Falls er Zen Headbutt hat. Ist aushaltbar. Ich gehe in Keldeo. Wie viel macht Keldeo gegen Latios? Eigentlich genug. Wie viel macht der gegen Toxtricity? Eigentlich genug.
Das heißt, es ist immer mein Play, Scald zu drücken, einfach. Einfach Scald, ja. Einfach Scald. Weil Latios stirbt. Riffex sollte nochmal Tarnsteine kriegen. Das heißt, er hat zweimal Tarnsteine gekriegt. Glaube ich. Das heißt, wenn er nur einmal gekriegt hat, sollte das ausreichend Schaden sein, um damit Scald killt. Falls er nicht AV ist oder so. Und der stirbt auch, weil er uns nicht töten kann. Problem ist immer noch Latios. Eigentlich ist es jetzt. Eigentlich wäre es richtig geil, wenn er Latios abwirft. Ich will ehrlich sein. Er geht auf jeden Fall raus. Der wird jetzt Reflex abschmeißen, maybe. Wutkeks kommt. Das ist Reflex. Okay, der hat zweimal Tarnsteine gefressen. Bloß das Siedewasser, was jetzt noch kommt. Der ist AV, okay. Aber wenn er AV ist, ist er langsamer. Das heißt, wir drücken immer nochmal Scald. Ja. Okay. Ich glaube, der muss eigentlich Assault West sein. Wir haben ja nur so um die 50% gemacht. Ein bisschen mehr, aber ja. Müsste sein. Vielleicht sogar mit HP Investment noch. Okay. Das sollte es dann für den Wutkeks auch gewesen sein. Reflex weg. Jetzt kommt Latias. Latios! Jetzt kommt Latios. Keldeo aufheben ist eigentlich wichtig. I guess. Oh Mann, warte mal. Also der ist jetzt auch weg. Latios kommt rein und drückt jetzt eigentlich immer Psychoschock. Das heißt, ich habe kein Pokémon, das zwei davon leben kann. Wir können jetzt gamble. Also erstmal ist folgendes Problem. Denn ich glaube auch... Wir wissen immer noch nichts über sein Item. Das ist das Problem. Das ist das größte Problem, was wir haben. Das ist das größte Problem, was wir haben. Okay, der hat Psy... Schock. Das macht auch gegen Raikou guten Schaden. Wenn er nicht Damage Boosted ist. Wenn er Damage Boosted ist, ist er nicht Scarf. Und wenn er nicht Scarf ist, dann wäre X-Bud schneller. Dann wäre es jetzt der Play, Raikou abzuschmeißen. Wenn er aber Scarf ist, ist es jetzt der Play, immer der Play, X-Bud abzuschmeißen. Oder? Um dann mit Raikou Scald zu drücken. Oh nein. Oh nein, 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 nein! Er geht für Ruheort? Oha! Er ist nicht Scarf! Er ist nicht Scarf! Er ist nicht Scarf! Er ist nicht Scarf! Burn? Kein Burn. Er ist nicht Scarf. Das heißt Krummbein. Warte mal. Dann ist ja auch Raikou schneller. Dann ist es ja trotzdem immer Erbel abschmeißen, oder? Dann sicher auf Krummbein gehen. Und Shadow Ball. Scheiße. Jetzt ist Crobat Gear. Crobat macht ein bisschen mehr Schaden potenziell. Aber der müsste ja dann eigentlich schneller sein, oder? Wie viel Speed hat denn Raikou jetzt? 352. Das ist mehr als Latias haben kann. Latios. Okay, dann ist es, glaube ich, aber trotzdem Errol abschmeißen. Und falls er jetzt nicht angreift, ist Errol dann schneller. Und kann den nochmal richtig Schaden mitgeben. Es kommt nochmal Roost. Errol ist aber schneller. Errol ist schneller und kann dem nochmal richtig dicken Schaden drücken. Okay. Wir könnten Superzahn drücken oder aber einfach Sturzflug. Ich denke, es ist einfach Sturzflug. Weil das macht Chip, das macht über 50%, wenn er kein KP-Investment hat. Ich denke mal, es ist einfach Sturzflug. Schneller müssten wir ja immer sein mit dem. Ja. Und Keldeo müssen wir uns unbedingt aufbewahren, full life. Damit Liberlo den nicht hopsinieren kann. Okay. Eigentlich ist es jetzt sein Play, nochmal rauszugehen, glaube ich.
Eigentlich ja. Eigentlich ja. Ich glaube, Lieberloh hier reinzuschmeißen, wäre eher sein Play. Scheiße. Boah, Hoher oder Flight, das ist fies. Weil er weiß ja, dass ich schneller bin. Aber ich bin ja auch schneller als Lieberloh. Lieberloh. Alter, es ist so kompliziert. Das klingt alles gleich. Okay, das war guter Schaden. Es kommt einfach Roost, ist in Ordnung. Hätten wir auch taunten können, potenziell. Müssen wir aber gar nicht. Sturzflug. Again. Aber warte mal, Sturzflug macht sogar immer über 50%, oder? Crowbat, ja, macht immer über 50%. Er roostet weiter, okay. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Weil der spielt hier so ein bisschen gegen den Crit, I guess. Crit wäre sexy. Ich meine, der Freeze war schon sehr, sehr lucky, muss man sagen. Der hat uns schon weit gebracht, sage ich. Ja, so richtig gegenheilen ist nicht, ne? Psychoschock, ja. Ja, wir hätten zwischendurch mal Verhöhner drücken können, aber es bringt nichts, glaube ich. Krummbein. Ich glaube, Scald killt auch, das heißt, ich drücke immer Scald. Da hat er keine 10% mehr, oder? Haben wir denn Raikou hier? Scald macht 12 bis 14, wenn er kein HP-Investment hat. Was ist, wenn der sehr viel HP-Investment hat? Machen wir 10%. Ich glaube, Scald ist es, falls Lieberloh reinkommt. Ja, Scald muss es sein. Scald muss es sein. Okay. Oh. Okay, jetzt nur noch Lieberloh, okay? Und wenn der jetzt einfach Pyro Ball drückt, dann stirbt Raikou relativ sicher weg. Ich meine, der ist nicht Damage... Der ist nicht Damage Boosted oder ähnliches. Vielleicht ist es eher ein T-Bolt als ein... Was ist, wenn der Protzer drückt jetzt? Ich glaube, Protzer ist sein Winning Play. Darauf könnten wir auf Sub drücken. Bringt uns das was, Sub zu drücken? Sollten wir für die Para fischen? Vielleicht sollten wir für die Para fischen eher. Das ist, glaube ich, mein Winning Play. Weil ich weiß nicht, wie viel HP-Investment der haben kann, aber Keldeo sollte den ja immer killen, wenn irgendwas ist. Deswegen, ich glaube, ich fische für die Para. Ja. Das ist sein Winning Play an der Stelle. Ich weiß nicht, ob es Sub gewesen wäre. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was passiert denn hier gerade? Okay, Scald einfach. Was passiert denn hier gerade? Was war dieses Game? Hä? Was ist passiert? Ich kann es gerade gar nicht glauben, dass ich gewonnen habe. Erstmal das, das ist der erste Sieg in der Rückrunde. Zweitens, ich lese sein unbedingt Blatt, dass er Protzer drücken muss. Gamble auf die Donnerblitzpaare und bekomme sie auch noch. Nicht, dass der Freeze schon frech genug gewesen wäre. Ach du Scheiße. GG, Downy. Shit, aber passiert. Ich nehme den gern mit und... Uff. Okay.
ja, dann an euch auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Und holy moly, das war spannend. Das war tatsächlich nochmal spannend zum Ende. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Kuss geht an euch alle raus. Und ciao.